System, Shepard. Muss für den Großrechner der Station sein. Der Schaden ist nicht allzu groß. Könnte repariert werden. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard, ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level-2-Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level-3-Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Rift-Station genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Einfach die Heizung abschalten und alles abtöten, was gefährlich werden könnte. Saubere Entsorgung. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15.
Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Ich muss erfahren, wie ich die Station reparieren kann. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Warnmeldung.
Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Warnmeldung. Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Wie ist der Status der Riftstation? Die Riftstation wurde von der Besatzung geschlossen. Zurzeit gibt es keine Gefahrenstoffe in der Einrichtung. Dann ist das Personal noch am Leben? Ja, aber das Personal umfasst weniger als die offiziell vorgesehene Anzahl. Warum wurde die Riftstation geschlossen? Die Sicherheitsvorschriften sehen vor, dass Einrichtungen im Falle von Fremdkörperausbreitungen geschlossen werden müssen. Außerdem scheinen sich einige Angestellte in medizinischer Quarantäne zu befinden. Komme ich dort trotz der Schließung rein? Mit dem Personenzug gelangen Sie bis zur Einrichtung. Ob Sie dann hineinkommen, liegt im Ermessen der Sicherheitskräfte. Ich brauche einen Statusreport über die Hochsicherheitslabore. Es tut mir leid. Die Netzwerkverbindungen zu den Laboren sind abgebrochen. Der Datenbestand ist limitiert. Gibt es noch mehr Informationen? Leider nicht. Mein letzter Log-Eintrag datiert kurz nach Ausrufen der Stufe 2 Sicherheitswarnung. Ich brauche einen Überblick über die Einrichtung. In den Hochsicherheitslaboren werden gefährliche biologische oder kybernetische Gefahrenstoffe in der Entwicklung isoliert. Der Komplex liegt in einem Gletscher. Im Falle eines Unfalls kann er bestrahlt und im Eis versenkt werden. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab.